bei Anruf Bohlen. So, dann rufe ich jetzt mal bei der Dresdner Bank an. Und zwar. Herr Kiske, Bremer Bank, mein Name ist. Ja, hier ist Dieter Bohlen. Kann ich mal Peter Schmidt sprechen? In Pferden? Ja, klar. Ja, sind Sie wirklich der Dieter Bohlen? Ja, ne? Ja, klar. Das ist ja ein Ding. Das, also, wir haben ja selten solche Anrufe. Das finde ich ja ganz toll. Okay, jo. Schätzchen, reg dich nicht auf. Nein, um Gottes Willen, tue ich nicht. Ich stelle Sie jetzt nach Pferden. Nee, kann ich gar nicht. Muss ich Ihnen eine Durchwahl von Pferden geben? Eine andere Nummer. Da haben wir keine Hausleitung kennen. Das ist der 04231. Ach, da? Was ist denn nun? Nun, doch, habe ich nicht, haben Sie mich nicht verstanden? 04231 ist die Nummer in Pferden, Vorwahl. Ja. Und dann. Könntest du das bitte mal wiederholen? Die Qualität war noch nicht so 1A. Aber selbstverständlich. Das ist 04231. Dann. Ja. Also, tut mir furchtbar leid. Ich höre dich immer nicht. Was ist denn nun? Kann ich mal Peter Schmidt sprechen? Da steht immer jemand auf der Leitung. Ich versuche ihm ständig die Nummer zu geben. Ich kann es nur leider nicht ändern. Das begreife ich nicht. Kann ich mal Peter Schmidt sprechen? Ich gebe Ihnen die Nummer 04231. Jo, geil. Ja, geklappt jetzt? Jo. Wunderbar. Bin ich. Sag mal, wie alt bist du denn? Ich, 40. Warum? Was würdest du denn denken, wie alt ich bin? Wieso? Ich weiß das doch. Du bist 47, ne? Ja, klar. Was verdienst du denn bei deinem Job so pro Monat? Ich arbeite nur halbtags, also knapp Euro. Warum fängst du nicht bei uns an? Ich weiß, also wenn du mich sehen würdest, würdest du sagen, mit dir will ich nichts zu tun haben. Besorg dir mal vernünftige Klamotten. Ich hab vernünftige Klamotten. Ich bin nur ein bisschen pummelig. Ich hab zwar eine nette Stippe, bin aber pummelig und hab auch leider einen Gehfehler. Was soll das denn? Ja, hat der liebe Gott mir so zugedacht, dass ich leider an zwei Krücken gehe. Eieieiei. Ja, unglücklicherweise. Ausziehen! Oh. Zieht euch endlich aus, ihr Luder! Nö, das will ich nicht. Schön, dich kennenzulernen. Ja, ich fand das auch ganz toll. Jetzt kommt das Abschied nehmen. Ja, aber würdest du mir dein Autogramm schicken? Ja, klar. Echt? Ja, klar. Das fände ich ja ganz toll. Soll ich dir mal eben meine Adresse geben? Du, das ist überhaupt kein Ding. Das ist. Ja. Ist noch da? Was ist denn nun? Nun steht wieder jemand auf der Leitung. Das will irgendjemand nicht. Eieiei. So, Straße. Okay. Jetzt bist du wieder weg. Nein. Haus Nummer 2. Okay. Was ist denn nun? 27749 Delmenhorst. Jo, geil. Alles mitgekriegt? Okay. Hey, kennt ihr diese Feldbusch? Verstehe ich wieder nichts hier. Steht wieder jemand auf der Leitung. Hey, kennt ihr diese Feldbusch? Och, Mensch. Ich kollabier gleich. Ja, ich auch. Oh, schon, das ist schade. Ich würde gerne echt ein bisschen mehr plaudern. Das begreife ich nicht. Wer ist denn da? Ich bin immer noch am Telefon. Ich habe doch sonst keinen Freund, den ich anrufen könnte. Mensch, das ist aber schade. Du schenkst mir gar keine Beachtung. Aber immer, da stellt sich nur jemand auf die Leitung. Die ist gestört, die Tante. Ja, hast du denn Handy oder was? Ja, klar. Das kann natürlich sein, dass das dadurch passiert, ne? Das habe ich bei meinem auch immer. Wenn man dann irgendwie ungünstig steht oder so, dann geht die Leitung weg. Eieieiei. Ja. Hey, kennt ihr diese Feldbusch? Och nee, immer wenn du anfängst mit Feldbusch, dann geht die Leitung weg. Die habe ich auch schon mal geknallt. Ja, das weiß ich ja. Das kriegt ja nun jeder aus der Zeitung mit. Wo arbeitest du? In Bremen, bei der Dresdner Bank. Du würdest mich doch nie bescheißen oder über den Tisch ziehen, oder? Nee, natürlich nicht. Nenn mich doch mal bei meinem Namen. Ja, habe ich doch gemacht, Dieter. Rate mal die Farbe von meinem Slip. Och nö, so fangen wir ja jetzt nun nicht an. Das finde ich ja nun nicht so okay. Grün mit blauen Bärchen. Komm, hab dich nicht so. Grün mit blauen Bärchen. Ja, klar.
Du, was hältst du davon, wenn wir heiraten? Nee. Du hast meine Estefania und ich hab meinen Jürgen. Komm, hab dich nicht so. Doch. Was soll das denn? Nee, ich bleib bei meinem Jürgen. Den habe ich schon 20 Jahre, da weiß ich, was ich hab. Warum fängst du nicht bei uns an? Das habe ich dir doch eben schon mal erklärt. Bist du noch da? Das begreife ich nicht. Oh, nee. Was ist denn nun? Du drehst dich immer mit deinem Handy um und dann geht die Leitung weg. Dann ist da irgendwo ein Funkloch. Ich kollabier gleich. Ja, sag ich ja. Jetzt kommt das Abschiednehmen. Ja, genau, schon wieder. Tschüss, mein Kleiner, halt die Ohren steif. Ja, und wenn du Lust hast, meld dich mal wieder. Ja, klar. Und denk an das Autogramm. Ja, klar. Bin ich ganz scharf drauf. Tschüss, du. Jo, tschüss. 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 Ja, dann darf ich René sagen. Immer, du darfst. Sag doch einfach René. Komm, wir trinken Brüderschaft. Ja, wie geht das denn jetzt? So. Boah, ich bin der Elton. Ich bin der René. Nein!